Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Let's Play Runaway 2, The Dream of the Turtle. Ja, genau, das ist es, was wir jetzt machen werden. Eigentlich wollte ich ehrlich gesagt zwei Folgen spielen heute, aber aufgrund technischer Probleme wird es dann wohl heute nur eine Folge, die ich dann gleich auch hochlade, also so wie gestern auch. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Eigentlich habe ich gar nicht die entsprechende Zeit, das auch mitzumachen. So. Er ist voll Sand, Asche, Zigarettenkippen und da ist ein Zigarrenröhrchen. Ich werde schon einen Gebrauch dafür finden. Das hatte ich. Dieselbe Marke wie Kortzmeyers Zigarren, wenn ich mich recht entsinne. Das hatte ich in der Aufnahme gestern noch gesehen. Ja, dieser blöde Papagei. Ja. Gut. Was war das? Dann lasst uns mal umschauen. Wie gesagt, eigentlich ist es jetzt bei mir. Ja. Wir kriegen das schon hin. Das gibt's nicht. Ein Automat für Erinnerungsfotos. Ich habe diese Art Fotos mit Kulisse drumherum nie gemocht. Ich finde sie überhaupt nicht lustig. Wahrscheinlich liegt es an dem verdammten Foto, das meine Mutter im Wohnzimmer hängen hat. Es zeigt mich als Sechsjährigen mit verblödetem Grinsen und dem Körper von Donald Duck. Ja. Das ist nur ein Trick, um dumme Touristen reinzulegen. Die einheimische Aufmachung hat was. Aha. Hier haben wir das Herzstück des Automaten. Mit anderen Worten, die Stelle, an der man die Münzen einwirft und das Foto rauskommt. Ja, gut. Haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Gehen wir weiter. Hier ist auch nichts, ne? Ne. Dann gehen wir zum Surf Shark. Ich habe es ehrlich gesagt in der kurzen Zeit jetzt nicht richtig gesehen. Der war wohl Komparse in Der Name der Rose. Oh. Okay. Ich frage mich, wie viele Stunden er es dort noch aushalten will. Ich frage mich, wie viele. Ja, gut. Hallo, guter Mann. Hallo? Huhu. Nichts. Entweder ist er taub oder er befindet sich auf einer Reise zu den Sternen. Was soll's? Viel Spaß bei deiner Sternwanderung. Sieh an. Und er bewegt sich doch. War das ein Ja? Hallo, ich heiße Brian. Angenehm, Sie kennenzulernen. Es scheint, er kann nur Ja sagen. Meine Güte, das ist mal was Neues. Kennen Sie noch andere Tricks? Naja, besser als nichts. Tja, was nehmen wir? Na gut. Sie haben nicht zufällig ein Mädchen gesehen, das aus dem Himmel fiel. Vielleicht weiß ein Mönch nicht viel über Frauen. Ich stelle meine Frage lieber um. Haben Sie einen Mann ohne Haare im Gesicht vom Himmel fallen sehen? Es kann sein, dass Sie die Person fallen sahen und es für ein Wunder hielten. Ich fürchte, Sie werden mir da nicht weiterhelfen können. Lassen wir das Thema. Ich kann sein Gesicht nicht sehen, aber ich habe das dumpfe Gefühl, ihn zu kennen. Tja. Sowohl das Ja als auch das Nein passen gut zu Ihnen, aber haben Sie mich verstanden oder ist diese Bewegung nur eine Marotte?
Ja. Machen Sie keine weiteren Bewegungen, weil Sie nichts wissen oder weil Sie zu einer binären Sekte gehören? Der Teil mit der binären Sekte hat mir sehr gut gefallen. Verstehen Sie meine Sprache oder sagen Sie je nach Laune ja oder nein? Okay. Vielleicht macht er keine Faxen mehr, weil er ganz einfach nicht mehr will. Ja. Vielleicht macht er keine Faxen mehr, weil er ganz einfach nicht mehr will. Sprechen ist nicht seine Stärke. Es nützt nichts, ihn zu fragen, ob er lesen und schreiben kann. Ich fürchte, ich bin etwas verwirrt. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Wir sprechen uns bei Gelegenheit. Viel Glück, guter Mann. Kann sein, dass er etwas weiß. Aber wenn er so einsilbig bleibt, werde ich nichts in Erfahrung bringen. Außer, dass er, Gott sei Dank, nicht taub ist. Ja, gut. Das war nämlich diese... Ich frage mich, wie viele Stunden er es dort noch aushalten will. Tja. So sieht aus, Leute. Eigentlich ganz schön hier. Was haben wir hier unten? Mechanischer Stier. Der Tourismus ist wirklich was Feines. Ich würde sagen, dass Rodeos und mechanische Stiere so hawaiianisch sind wie Koalas. Nur so als Beispiel. Das Ding sieht eher wie ein Büffel aus und nicht wie ein Stier. Aber wir wollen nicht pingelig sein. Gut, okay. Dann schauen wir mal hier hinten. Okay, da geht's. Dadurch erreicht man die Maschine, die den Stier zum Bocken bringt. Na dann. Ja, kann sein, dass ich was Interessantes finde. Oder etwas Gefährliches. Yay. Was für ein Desaster. Die größte Gefahr dort drin ist die einer Tetanusvergiftung bei der Menge an rostigem Eisen. Gut, das war das. Entschuldigung. Brian. Ich dachte, du gehst jetzt zu dem Felsen. Ja, halt nicht. Dann gehen wir hier hinten hin. So, was haben wir denn hier? Den Flecken nachzuurteilen, ist der Container bei den Hunden in der Gegend recht beliebt. Schätze, ich komme nicht drum herum. Mal sehen, was drin ist. Ich hoffe, drin riecht es besser als hier draußen. Mülltüten, alte Zeitungen. Ah, das kann man doch gebrauchen. Eine Packung Butter, fast voll. Und? Nein, ich glaube nicht, dass man noch etwas davon wiederverwenden kann. Gut. Packung Butter mit Lemure? Mir fällt nichts ein. Hat mich jetzt auch gewundert. Allein überhaupt die Idee mit der Butter. Ja. Es verhindert, dass die Doppeltür sich öffnen lässt. Unmöglich. Man sieht mit bloßem Auge, dass das Holz viel zu stabil ist. Nun gut. Ich bin nicht davon begeistert, nochmal mit den Soldaten zu sprechen. Aber wenn es nicht anders geht...
Mensch, der Knabe liest ja. Ich hoffe, diese gute Eigenschaft macht ihn sympathischer als seine Kameraden. Hallo, guten Morgen. Marine Zachariah O'Connor zu Ihren Diensten, Sir. Was meinen Sie mit zu Ihren Diensten? Entschuldigen Sie meine Kühnheit, Sir. Aber ich kann einen Offizier erkennen, auch wenn er inkognito ist. Das ist ja lustig. Warum glauben Sie das? Weil Sie sehr kräftige Farben benutzen, um andere auf Ihre Person aufmerksam zu machen. Und genau das würde keiner von jemandem, der inkognito ist, erwarten, Sir. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sir. Ich glaube, das ist sehr intelligent Ihrerseits, Sir. Wenn du meinst, nur eins. Könntest du versuchen zu sprechen, ohne zu schreien? Unmöglich, Sir. Ich bin halb taub und wenn ich nicht schreie, laufe ich Gefahr, nicht zu wissen, was ich gerade von mir gebe, Sir. Schon gut. Mal gucken, was ich ihm jetzt so erzählen könnte. Soldat O'Connor? Ja, Sir. Ja! Aber dazu dann gleich die Intelligenz, ne? Also, der Punkt mit... Er liest und deshalb sollte er vielleicht intelligent sein, ne? Muss aber hören, was er sagt, um zu wissen, was er gerade von sich gibt. Hast du zufällig gesehen, wie ein Mädchen heute Morgen vom Himmel in den See gefallen ist? Nein, Sir! Nein! Ich benutze das Käppi immer so, Sir. Deswegen sehe ich überhaupt nichts, Sir. Warum setzt du das Käppi nicht so herum auf, dass du auch sehen kannst? Waldarbeitergewohnheit, Sir. Um die Augen zu schützen, Sir. Es schützt die Augen vor Holzspänen. Und verhindert, dass man Vogeldreck ins Gesicht bekommt, wenn man auf Bäume klettert, Sir. Ich frage mich, was du jemals für die Armee tun kannst. Du bist halb taub und siehst nichts. Ich bin ein voll ausgebildeter Späher, Sir. Bevor ich zur Armee kam, war ich Waldarbeiter. Niemand in der Truppe kann so schnell auf Bäume klettern wie ich, Sir. Tja. Ich würde gern sehen, wie du auf den Baum kletterst. Sehr gern, aber man braucht dafür ein Seil. Und ich habe hier keins, Sir. So, so. Du kletterst also auf Bäume, um zu spionieren. Sobald ich den Colonel sehe, werde ich dich des Hochverrats anklagen. Sehr einfallsreich, Sir. Ein Zauberspion. Hochverrat. Sie und Ihre Begleiterin lachen sich doch bestimmt halb tot, Sir. Meine Begleiterin? Ich meine das Mädchen, das sich als Kellnerin verkleidet hat, Sir. Das Mädchen, deren Körper ich nicht zu beschreiben wüsste, ohne ein paar unanständige Wörter zu benutzen, Sir. Wahrscheinlich gehört sie zur Militärpolizei und hat die Mission, Alkoholiker unter den Soldaten zu entlarven, Sir. Ah ja. Nee, ins Camp will ich noch nicht. Bleiben Sie auf Ihrem Posten, Soldat. Denken Sie daran, ich werde Sie beobachten. Zu Ihren Diensten, Sir. Yep. Er ähnelt denen vom Camp-Eingang. Nur ist der hier die Cabrio-Version. Sehr praktisch. Wenn man Hunger hat und sich nicht vor Fliegen ekelt. Okay. Der ist gar nicht blöd. Nein, sein Hirn arbeitet mit der Genauigkeit einer Schweizer Uhr, die man ewig nicht mehr aufgezogen hat. Okay, gut. Da gehe ich lieber nicht so nah ran. Die ist voller Harz. Ich suche mal die Hütte, die Lokelani erwähnte. Vielleicht können mir ihre Freunde helfen. Wenn ich mich nicht verlaufen habe, müssten das hier Lokelanis Freunde sein. Worum wetten wir, dass der Typ mit dem Surfbrett Knife ist? Ich frage mal. Hallo. Du bist Knife, nicht wahr? Mein Reden, Dude. Kennen wir uns? Ehrlich gesagt nicht. Aber man hat mir von dir erzählt. Mole. Mein Ruf an der Universität ist so gut wie immer. Ganz normal, Dude. Nach einer so langen Laufbahn als Profi kennen mich sogar die Professoren. Nein. Lokelani hat mir von dir erzählt. Nette Taco, die Lokelani, nicht? Sie ist verrückt nach mir. Aber verrat es Kay nicht, sonst wäre er sicher enttäuscht. Okay. Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße... Das habe ich gehört, Bra. Du hast Brian gerade erklärt, Lokelani sei verrückt nach dir. Und das kann kein Schwein glauben, Bra. Der flippt vielleicht aus. Ich glaube, die Sache mit dem Hai, der aus seinem Bein Kleinholz gemacht hat, ist beeindruckend genug für Leute wie... Sag mal, was hat Lokelani über mich gesagt?
kaum der Rede wert. Sie hat mir nur verraten, dass du gern surfst. Wie kann es mir nicht gefallen? Immerhin wurde ich in der Byron Bay geboren. Wo? Byron Bay in Australien, Kumpel. Mann, da, wo es die coolsten Wellen der Welt gibt. Nur habe ich mich als Kind leider nicht dafür interessiert. Mein Ding war eher das Tiefseetauchen. In Kalifornien hat mich dann voll der Surfer-Virus erwischt. Aber dort ist ja alles eine einzige Massenbewegung. Wusstest du, dass man dort eine Welle 2 Tage im Voraus reservieren muss? Ehrlich gesagt nicht. Es ist kaum zu fassen. Wenn ich's dir sage, Mann. Und man kriegt sie nicht mal für sich alleine. Nee, sie vermieten sie an so viele Leute, dass man sich vorkommt wie am ersten Tag des Schlussverkaufs. Und natürlich hast du beschlossen, wegen der Ruhe hierher zu kommen. Und für Kay. Im ersten Jahr meines Surfstudiums sah ich ein Lehrvideo von Kay. Das hat mich umgehauen. Ja, da beschloss ich, die Uni zu verlassen und sein Schüler zu werden. Kay hat das Kommando, Dude. Es gibt Leute, die ihn einen Faulenzer nennen, weil er 16 Stunden am Tag im Liegen verbringt. Aber hey, alle Meister müssen meditieren. Das Video muss vor dem Verlust des Beins gedreht worden sein. Na, Dude, was ein Mole macht, ist, dass er mit einem Bein aus Eisen mehr schafft als andere mit... Sag mal, du denkst nicht etwa daran, bei ihm Unterricht zu nehmen, oder? Nein, nein, Surfen ist nicht mein Fall. Surfen ist nicht dein Fall? Ich flippe dabei aus. Die Welt ist voller Freaks, Dude. Dann erzähl mal, was bringt dich nach Mala? Ja, ich würde sagen... Dann lasse ich dich mal in Ruhe, Knife. Wir sehen uns, Dude. Ach, tu mir bitte einen Gefallen. Geh bitte nicht in die Hütte. Mein Kleiner ist da drin. Er hat eine Konsole gefunden, während wir bei Lokelani gefrühstückt haben. Und wenn er schon mal ruhig ist, dann sollte man ihn bloß nicht stören. Sonst kommt er raus und dann ist hier Rambazamba. Diese Informationen werden wir höchstwahrscheinlich irgendwann nochmal brauchen. Ja, ich hätte jetzt das Gespräch mit, Knife führen können, aber die Folge ist ehrlich gesagt schon vorbei. Und deshalb würde ich sagen, wie es weitergeht, seht ihr und ich im nächsten Part. Und zwar sollte das Folge 7 sein von Let's Play Runaway to the Dream of the Turtle. Bis dahin.